Gut. Möchtest du es parieren? Ja, nein, vielleicht? Ja. Ja, dann los. Sie hat eine Vierer. Zehner Finte. Zehner Finte, ja genau, eine Und Zehner. Wuchtschlag kommt eben auch noch als. Kommt halt drauf an, was du jetzt machen willst, aber erstmal eine Zehner Finte. Easy. Gut, geschafft. Geschafft. Und von links hast du Dann noch. bist du mit deinem Und sie ist dritten. gebunden. Warum ist sie gebunden? Nein. Oder? Ach nee, Quatsch. Ich Du hab mit hast keinen Binden Binden angesagt. Nein. angesagt. Ich hab Binden mit wäre Binden vorhin, glaube angesagt. ich, auch noch Ups. das Witzige gewesen, oder? So, was willst du tun? Ich kann noch einen Tod von links machen. Ja, los. Meisterparade kann ich noch machen mit einer plus 4. Ich Maximal, habe eben. maximal. Sie hatte gerade eben ihre Meisterparade mit einer Ansage. Das heißt, sie hat keine zweite mehr. Ah, stimmt, das ist eine normale Parade. Schafft sie auch. Bei der 24 muss sie halt nur eine Ich habe eh 20 nicht nehmen. getroffen. Gut, dann nächste Kampfrunde. Kiras. Wo nimmt sie die Parade her? Sie hat doch drei. Drei Aktionen. Nein, sie hat keine drei mehr, sobald sie ihre erste Parade mit einer Ansage versieht. Nur da fehlt die zweite. Ich habe es oben extra in den Chat gepostet. Gut, habe ich noch nicht gelesen. Okay. Aber der Angriff wäre sowieso nicht durchgegangen, ist Richtig. also Wumpe. So, Ein was ist Angriff. das? Ist das ein ganz normaler Angriff? Gut, dann Ja. kommt wieder eine 10er Meisterparade. Wieder geschafft. Oho. Dann mache ich das gleiche nochmal. Ich mache aber eine 8er Finte und eine 6, ein 6er Wuchtschlag. Wieder geschafft. Das heißt, ich kriege wieder eine Schwere von 14. Kommt drauf an, was du tun willst. Wenn du binden willst, ja, ansonsten eine 8. Nee, ich kann nicht binden. Dann 8 erschwert. 6 plus 6 sind 12, plus 2 sind 14. Ist egal, pariert. Pariert. Ja, ich pariere. Ja, willst du noch einen Tod von links? Sonst nächste Aktion, nächste Kampfrunde. Ja, ich mach mit dir was. Dann los. Nein. Okay. Der Tod von Ja, links ist ich greife durch. gerne. Du musst angreifen. Gut, dann kommt jetzt mein. Nein, aber ich treffe nicht. Schade. Dann kommt jetzt trotzdem mein Waffenmeister. Kommt er jetzt? Ja, er kommt. Ist kein Patzer. Nein. Dann schauen wir doch einfach mal in die Regeln zum Waffe zerbrechen. Oh. Waffe Warum noch ein zerbrechen Waffe zerbrechen? ist generell erstmal eine Attacke plus 8. Ich würfel einfach mal eine Attacke plus 8. Ich habe allerdings einen Waffenmeister, gucken wir uns gleich nochmal an. Das ist total unrundranisch, ne? Deswegen ist ja auch der Haken durch verboten, weil es Waffenzerbrecherwaffen hier nicht gibt. Könnte zum Ausschluss führen, wenn jemand anklagt. Jo. Waffe zerbrechen? Ja, Hakendolch, die Begründung, deswegen der Hakendolch nicht hier weiß, ist, weil das eine Waffenzerbrecherwaffe ist. Entwaffnen ist Ist. rondrianisch, das Ding zerbrechen nicht. Genau. Schauen wir mal, ob das überhaupt gelingen würde. nee, nee, dann mache ich das natürlich nicht. Ich muss gerade noch mal schauen, wenn das unrondrianisch ist, dann werde ich nur entwaffnen. Das hast du damals vorgelesen, als du dir vorgelesen hast, warum der Hakendolch nicht erlaubt war beim Turnier. Wie wir auch die Einzigen sind, die sich an diesen Text erinnern. Nee, dann ist es keine Waffe zerbrechen, sondern einfach nur ein Entwaffnen. Das ist, glaube ich, eine Attacke plus 4, ne? Plus 8. Auch plus 8? Sicher? Ja, plus 4 kriegst du nur, wenn du im Halbschwert bist. Wo ist denn. Ich Wege gucke des jetzt. Schwerts, Seite 8, 6-8. Seite 6-8. In der PDF 6-9. Oben links. Reaktion plus 8 plus Ansage. Ja, es ist ja aber auch. In diesem Fall ist es. Meisterliches. Genau, es ist ein meisterliches Entwaffnen. Das ist ja die, mal die Sonderfertigkeit, die sie hat. Ist es dann immer noch. Das Meisterliches Entwaffnen ist bedeutet, du dann nur hast die die KK-Probe KK-Probe plus 10, ne? und dass du Leute entwaffnen darfst, die zwei Handwaffen haben. Also, ich habe gewürfelt eine 13. Sie kämpft auf die 19 und schafft es nicht. Dann ist meine Aktion, meine Angriffsaktion ist durch. Ich habe noch zwei Paraden. Keras ist dran. Dann mache ich, dann greife ich noch einmal an.
Aber es klingt auch nicht. Ja, dann wandle ich um und versuche nochmal zu entwaffnen, weil das so lustig ist. Wie lange guckt Ondra sich das eigentlich noch an? Das Entwaffnen? Ach so, generell den Kampf. Das Gespräch, bei dem niemand trifft. 14, schafft es schon wieder nicht. Machen wir die letzte Kampfrunde. Letzte Kampfrunde. Keras ist dran. Gut. Ja, ich fange mit einem normalen Angriff an. Was? Jetzt triffst du sogar. Okay, jetzt mache ich einen Entwaffnen aus der Abwehraktion, weil das führt ja auch dann zum Sieg von ihr. Oh Mann, ist das dein Ernst? Das ist eine nicht bestätigte Parade. Also, du kannst Schaden machen. Das dürfte dir jetzt aber punktemäßig, glaube ich, dich auf den ersten Platz rücken. Ja, na, das ist schon bitter. Gut, das ist dein Angriff gewesen. Ich habe noch einen Angriff. Ich möchte meinen Angriff wieder benutzen, um aus dem Angriff zu entwaffnen. Eine 19 als Attacke plus 8. Das ist geschafft. Dann, ich möchte binden. Du kriegst eine 8er Erschwernis auf die Dings, glaube ich. Oder? Warte, schau mal noch. 8er Erschwernis auf die Parade, oder? Nee, 8er, Parade ist auch also nicht. Ich habe jetzt einen 8 Punkte, eine 8 Punkte Ansage gemacht. Parade das ist ein Erschwernis, also das Binden wäre eine normale 8. Gut. Ach, die Parade ist unerschwert, dann ist meine Parade nur um 4 erschwert. Wow. Weil, noch Binden halt, ne? Wow. Los, gib's ihr. Entwaffne sie. Kann er nicht. Kann ich noch nicht, was lernen. Na los, sie ist gebunden. Das ist die letzte Kampfrunde. Jetzt kannst du mal ordentlich was raushauen. Sonst sagt es eine Turniermaschine. Ich darf noch von links ansagen. Ich darf noch einen Tod von links machen. Das mache ich jetzt auch mit einer 2er Schwernis. Oh, der Kritet! Was ist das mit letzte Runde und dann krittet noch jemand? So ein Blödsinn. Schade. Ja, Mann. 4 Punkte Schaden. Komm, den schiff ich. Ja, das ist auch. 4 mal 2 sind 10. Ja, okay, also du kriegst sie nicht K.O. Der Turniermarschall tritt auch heran und beendet das Ganze einfach, indem er die Hand hebt. Alles klar, der Kampf ist zu Ende! Franka Salva Galahan fächert ihre Kriegsfächer wieder zusammen, steckt sie links und rechts an ihre Gürtel. Verzeiht, herzlichen Dank für diesen äußerst exotischen Kampf. Ich muss ganz ehrlich sagen. Ja, bei weitem der interessanteste Kampf, den ich seit Jahren hatte. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich etwas aus der Übung bin. Ich glaube, ich habe mich beim Schießen doch etwas zu sehr verausgabt, aber herzlichen Dank für diese Lektion. Und ich danke euch. Eure Waffen sind einzigartig. Einen rajanischen Alanfana. Ich habe gehört, ihr kommt aus Kuntium. Ist das korrekt? In Kuntium habe ich gelernt, ja. Doch ursprünglich komme ich aus Alanfa. Würdet ihr mir die Freude machen und mich später des Tages noch auf ein Glas Wein begleiten? Damit ich euch in meine Sammlung hinzufügen kann. Selbstverständlich. Ausgezeichnet, herzlichen Dank. Sie gibt dir meine Freude. Sie gibt dir den Handschuh. Und ich gebe ihr einen Kuss. Ja, genau, den wollt sie haben. Ausgezeichnet. Und damit bist du weiter und auch Isarun. Ja. Und ich komme gut genau zurück und verteile Münzen. Ach, das ärgert mich jetzt. Was gab's denn zu gewinnen? Sind diese 60% bedeutend, ich kriege jetzt 0,6% meiner 0,6 meiner 6 Dukaten mehr, ja, finde ich gut. Okay. Also habe ich insgesamt 12 gewonnen. Ja. Teilen wir auf. Jeder 3. Ne, jeder 4. Ne, jeder 3. Ne, jeder 4. Ja, ich komme wieder zu den einen zurück. Puh, das war überraschend. Ich meine, das war jetzt nicht unbedingt die hohe Kunst. Oh. Nun. An dem, was ihr gesehen habt, vielleicht doch. Es war definitiv schwierig, eine Öffnung zu finden. Sie war viel zu. Die Waffen waren sehr. Wie sage ich das?
unberechenbar. Naja, ich meine, aber habt ihr die flimsigen Dinger gesehen? Ich meine, wenn jemand mit einem Hammer kommt, steht sie doch da. Oh, glaubt mir. Wo sie getroffen waren, haben sie auch wehgetan. Und sie waren nicht flimsig, sie waren aus massivem Metall. Ich meine, ein bisschen massives Metall am Körper würde euch auch nicht schaden. Nun, gegen euch habe ich eine Rüstung getragen, aber gegen eine Dame wäre es doch unehrenhaft. Vor allem, wenn sie selbst keine Rüstung trägt. Naja, gewonnen oder trotzdem. Ja, wenn auch knapp, würde ich behaupten. Es hätte genauso gut anders herumlaufen können. Mehr als einmal hat sie versucht, mir die Waffe abzunehmen. Mhm. Wollen wir doch wohl mal unsere Einsätze, also unsere Gewinne auf den Kopf hauen, oder? Sagt einmal, habt ihr gesehen, wo der weiße Ritter hin ist? Der war so schnell weg. Ist da hinten aus der Arena geritten. War ein ordentliches Pferd, wenn ich sagen soll. Wollte eigentlich noch ein Wörtchen reden, aber war das schnell weg. Hast du gesehen, was der Ritter für ein Pferd hat? Dieser schwarze, hier, dieses Südländer-Pferd. Wie nennt ihr die Karina Schalif, richtig? Eine Bohrensmähne. Ja. Ich hab gehört, die Almadana brüten, die züchten die in die Goldfelser rein. Ja, eine Verschwendung. Edles Tier, aber nicht wirklich ein Ritterross, oder? Dann sah es nicht unbedingt so aus, als könnte es ein Mann mit Rüstung den ganzen Tag tragen. Ich dachte, ein Schadif ist ein Rennpferd. Sag ich ja. Oh, Schadifs sind Kriegspferde. Lasst euch da mal keine Illusionen aufhalsen. Was sind die edelsten Kriegspferde, gesehen? Die man reiten kann? Da sitzt doch keiner den ganzen Tag in der schweren Rüstung drauf. Das hält das Tier doch gar nicht aus. Oh nein, nicht in der schweren Rüstung, aber sollte dir jemals einem Novadi begegnen, einem Novadi-Reiter, dann werdet ihr merken, dass Schadifs mit die gefährlichsten Tiere sein können. Mag ja sein, aber trotzdem ein ungewöhnlicher Wahl für einen Ritter. Ja, vielleicht. Vielleicht ist doch auch nicht Reiter sein solches Pferd. Es ist feurig. Vielleicht ist es ja ein wahrer Lara von den Garnelen, der damit streitet. Vielleicht. Doch, ihr habt gewonnen, Isaru? Natürlich. Sehr gut. Vielleicht kann ich ja euch dann in der nächsten Runde fordern. Außer das ist los, entscheidet sich wieder anders. Auf wen soll ich denn dann wetten? Bitte, natürlich auf Isaru. Ich frage nicht, was das Höfliche wäre. Tja, lass selber das los entscheiden. Das würde das Beste sein. Es wurmt mich schon, dass ich nicht antreten könnte. Einen weißen Ritter hätte ich mir auch gerne aus der Nähe angesehen. Vielleicht sieht man ihn ja morgen bei den Zweihandwaffen. Ist doch durchaus anzunehmen für einen Ritter. Ich denke auch wohl, dass es gut war, dass ich mich heute ein wenig erholen kann. Das Bogenschießen ist ja eher wenig anspruchsvoll. Wenn ihr es denn so nennen wollt. Und das Bogenschießen ist wenig anspruchsvoll. Und dann kann ich morgen bei besten Kräften auf dem Platz stehen und mich nicht so, verzeiht diese Runde, unwürdig umwerfen lassen. Ja, wenn man nicht besonders gut abschneidet, dann ist es natürlich auch keine große Kunst. Alatissen, schön euch auch hier zu sehen. Vorteilen von Nieserungen, ihr habt vorzüglich gekämpft. Ein wunderbares Spektakel. Ah, vielen Dank. Man muss auch sagen, also der weiße Ritter, der hat ja nicht mit keine kleinen Brötchen gebacken. Direkt voll reingegangen. Ich wundere mich, wie er es nun ja in das nächste Finale geschafft hat. Er hätte sich gar nicht qualifizieren dürfen. Wie kommt ihr auf einen solchen Gedanken? Na, er hatte ja keine Stiche. Keine Schnitte gegen euch. Eine Attacke kam tatsächlich durch. Die euch die nicht daran hat taumeln lassen. Naja. Manchmal will Rondra auch den, der nicht am härtesten zuschlägt, sondern am geschicktesten. Der weiße und der schwarze Ritter sind raus. Das schreit nach einer Ode.